Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch links abbiegen und dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Weil wir wollen uns anschauen, was dieser eine Bote mit der Brosche unserer Mutter vorhatte, beziehungsweise was das überhaupt zu tun hat. Naja, und wir sollten unterwegs noch ein bisschen Blut einsammeln. Weil ich brauche noch ein bisschen was. So. So. Und hier noch ein bisschen. Aue. Was macht man doch nicht? Das ist unhöflich, mein Freund. Das ist nicht die feine englische Art, mein Herr. Hat sogar ziemlich wehgetan. Aue. Schauen wir uns mal ein bisschen um. So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Was das Ganze interessanter macht. Oder war ich schon mal hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee, nicht. Wir waren hier noch nicht. Nicht. Oh, Müll. Nice. Bleistab. Blei. Einer der Dinge, die ich nicht brauche. Ah. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Ja, bisschen mehr als ein Fight, würde ich mal behaupten. Also, ich weiß nicht, ob das weißer Schimmel auf roten auf rotem Material ist oder rotes Blut auf weißer Decke. In Anbetracht der Tatsache, dass die Tapete eher vom helleren ist, will ich mir das gar nicht vorstellen. Loot. Ah, ist hier sonst noch irgendetwas? Was war das? Ich habe da gerade was gesehen. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Ja, ich seh's. Nice. Was ist das hier? Achso, für unser Land, für und für. Der scheint hier durch die Watt geflogen zu sein, beziehungsweise durch das Fenster. Schauen wir uns hier nochmal allgemein ein bisschen um. Opium. Haben wir hier Natriumchlorid, Eisentartart. Davon habe ich. Ich habe so viel Tartart, Eisentartart davon, dass ich könnte eine halbe Armee damit ausrüsten. So. Hier ist auch nochmal Loot. Chinimin? Chinin? Salicin. Oh, das ist wichtig. Das ist selten. Schauen wir mal. Hier ist er aufgekommen. Where does this blood trail lead? Oh Gott, ich glaube, ich kenne die Stelle. Da vorne müsste ein alter Herr sein. Oder? Nee, doch nicht. Ah. It's locked, all right. Alles voller Blut. Hör das mal an. Alles voller Blut. Bloody hell. Did you hear me? You said nothing, my friend. So. So. Weißt du was? Ich saug dich mal kurz vorher mal aus. Aue. Seid doch mal ein bisschen höflicher, meine Damen und Herren. Okay, da mal. Saug ich mal kurz. Okay, dann. Es ist eine free Geschichte, also nehme ich es gerne mit. Ein free Skill. Nice. So, schauen wir uns hier mal allgemein ein bisschen um. Hier ist wieder blöd. Bläh, bläh, my friend. Oh nee, da vorne ist ein Priester. Okay, langsam anschleichen. Vielleicht kann ich da. Nein! Gar nicht lang. Jaue! Ja,
Alter, die... Alter, lass mich raus! Lass mich raus, habe ich gesagt. So, und hier. Erst muss der hier weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. So, und... Und hier ein bisschen... Ein bisschen Knocking, ein bisschen Talking. So, und jetzt hat... Blut! Blö, blö! Verstehen, mein Name ist Raf Dracula. So. Was? Machen wir es aus Scoudy. Nanny? Okay, fein. Damit ist es erledigt. Was haben wir denn hier Feines? Oh. Das habe ich gar nicht erst so gesehen. Wo kommt denn die jetzt her? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Only a golden watch in her pockets. Zustand der Leiche? Okay, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass... Ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe eigentlich gehofft, dass die Uhr ein Hinweis ist, anstatt dass das einfach nur Beute ist. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber warum fühle ich mich dann nicht schlecht, wenn ich die anderen ausraube? Also, wie sah das noch? Leichen plündern ist guter Ton. Also, gucken. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Indeed, indeed, my friend. Was haben wir hier noch? Ich bin jetzt nicht so unbedingt begeistert von der Idee, eine Frau, eine potenziellen Mörderin in einer dunklen Gasse zu folgen. Also, Mal sehen. Mal sehen, wohin das führt. Das klang jetzt irgendwie nach dem Dach. What was that? Ah, da. Das macht es jetzt nicht besser, dass ich gerade auf... Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, dass ich gerade auf dem rechten Ohr ein bisschen taub bin, aber ja. Hab einen kalten Zug abbekommen. You're very fast, but I'll catch you. Wenn die so schnell wäre, dann... Ja, wäre die uns schon lange davon gelaufen. Was haben wir denn hier Feines? Eine Leiche, die kein Blut hat. Schade. So ein kleiner Snack für zwischendurch wäre jetzt eigentlich ganz geil gewesen. They've all been butchered. Ich finde es ja auch lustig, das sind ja die... Die sind doch jetzt hier gerade am Friedhof, ne? Ja, tatsächlich. Normalerweise haben wir hier mal einen Enemy-Encounter. Der wurde uns jetzt angenehmerweise erspart. Sehr angenehmerweise. I can still sense a presence. Schauen wir mal, was an unserem Grab unserer Schwester so zu finden ist. Ich hoffentlich... Bitte? War das? Das war irgendwie aus der Richtung hier. Ja, nö, abbrechen. Was war das hier? Ein Grab, das ich angucken kann. Grabstein. Hier liegt die sterblichen Überreste von Clay Cox. Ja. Ja. Ne? Come to me.
Okay. Die ist ja immer noch hier. Was machst du hier? Warum noch erleben wollen? I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Das ist ziemlich ungesund, dass du hier bist. Es ist gerade nicht besonders safe, mein Freund. Oder meine Gute. The world has gone completely nuts. Ich bin hier to help, mein Schatz. Ja. You! What have you done? Mecca Larrabee. What happened? Demon! Hell Scourge! Son of Perdition! Vicar! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug. A tunnel from my grave with my fingers and teeth! Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete. Living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please.
You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go. She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget, puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Nay! To rot in this grave! Wir kämpfen gegen unsere Schwester, wie scheiße ist das denn? Nee, okay, nee. Das passt jetzt nur so wenig rein. Holy crap, die hat Power drauf. Holy shit. Final thoughts are just to die for. Abomination. Okay, das ist jetzt... Alter! Alter, die haut rein wie nix. Alter, die hat mich gecrossed. Alter, die hat mich gekreuzigt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mein lieber Herr gesagt, wir müssen gegen unsere Schwester kämpfen. No! No! Wie wir das schaffen, sehen wir im nächsten Part. Holy crap.